Willkommen bei den Finanznews. Heute mit einem Artikel zu Schweizer Banken. Schweizer Banken waren einst wie Schweizer Schokolade, die Crème de la Crème. Sie setzten Standards für das private Bankwesen, aber seit den 1990er Jahren haben sie zu kämpfen. Im Jahr 1996 gab es 403 Banken in der Schweiz. Bis 2019 waren 157, also gut ein Drittel, verschwunden. Was war da los? Haben die Schweizer Banken ihren Glanz verloren? Das Schweizer Bankwesen hat sich in den letzten Jahrzehnten unglaublich verändert, aber in den letzten 10 Jahren hat sich dieser Wandel noch beschleunigt. Die USA waren dabei der Dreh- und Angelpunkt, weil sie in der Lage waren, finanziellen und wirtschaftlichen Druck nicht nur auf die Schweizer Regierung, sondern auch auf die Schweizer Banken auszuüben. Im Jahr 2010 unterzeichnete die US-Regierung ein neues Arbeitsgesetz, das einen Abschnitt namens Foreign Account Tax Compliance Act enthielt. Er verlangte von amerikanischen Bürgern und Unternehmen, ihr Auslandsvermögen offenzulegen, das nun auch versteuert werden sollte. Um sicherzustellen, dass die US-Bürger dies auch tatsächlich taten, mussten ausländische Finanzinstitute den amerikanischen Finanzbehörden Details über Konten von Amerikanern mitteilen. Wenn sie das nicht taten, mussten sie eine 30-prozentige Steuer auf alle Zahlungen aus den USA entrichten. Das war ein Problem für die Schweizer Banken, die bis dahin einen herausragenden Ruf für ihr Prinzip der Geheimhaltung hatten. Zuvor konnten vermögende Privatpersonen aus aller Welt ihr Geld in völliger Anonymität auf Schweizer Bankkonten bunkern. Traditionell war die Schweiz ein Land, in dem Banken ihre Kundendaten sehr geheim hielten. Sie haben keine Informationen mit anderen Regierungen geteilt. Das war ein Teil des Schweizer Bankenmodells, das es unglaublich erfolgreich machte. Im Jahr 1934 verabschiedete die Schweizer Regierung ein Gesetz über das Bankgeheimnis, das es für Schweizer Banken zur Straftat machte, Informationen über Kunden an ausländische Regierungen weiterzugeben. Und das war gewissermaßen die Saat für ein massives Wachstum des Schweizer Bankensystems. Die Geschichte ist, wie Sie wissen, teilweise sehr umstritten. Die Nazis haben gestohlenes Gold in Schweizer Banktresoren versteckt. Afrikanische Diktatoren haben gestohlene Staatsgelder in Schweizer Banken gebunkert. Die Schweizer werden jetzt wahrscheinlich ihre Hände heben und sagen, sie wissen, dass wir nicht dafür verantwortlich gemacht werden können, woher Geld kommt. Aber diese Antwort ist in unserer jetzigen Zeit nicht mehr gut genug. Im Jahr 2007 deckte ein Whistleblower der größten Schweizer Bank UBS gegenüber den US-Behörden auf, in welchem Ausmaß Schweizer Banken amerikanischen Kunden helfen, die Steuereintreiber zu umgehen. Es war eine Enthüllung, die die Behörden in den Vereinigten Staaten nicht ignorieren konnten. Sie brachten dies sofort gegenüber der USB und den anderen Schweizer Banken zur Sprache. Dies führte zu einem jahrelangen Rechtsstreit zwischen den Schweizer Banken und den US-Behörden, der letztendlich zu Geldstrafen in Höhe von mehreren Milliarden Dollar führte. 85 Schweizer Banken zahlten mehr als 5,5 Milliarden Dollar an Strafen. Die zwei größten Schweizer Banken zahlten den Löwenanteil. Die UBS zahlte 2009 in einem Vergleich über 780 Millionen Dollar, während die Credit Suisse 2014 mit einer Strafe von 2,6 Milliarden Dollar belegt wurde. Da die Aufsichtsbehörden ihr Augenmerk verstärkt auf die Einhaltung von Steuervorschriften richteten, fiel der Anteil der Schweiz an der weltweiten Vermögensverwaltung von rund 9% im Jahr 2004 auf etwa 4% im Jahr 2009. Darüber hinaus öffnete die Entscheidung der Schweizer Regierung, Bankinformationen mit den USA auszutauschen, den EU-Mitgliedstaaten die Tür, eigene gerichtliche Ermittlungen einzuleiten. Diese führten zu weiteren großen außergerichtlichen Einigungen. Wie haben UBS und Credit Suisse diese hohen Zahlungen bewältigt und was bedeutet das für die Ausrichtung ihres Geschäfts? Letztendlich mussten sie nur Bußgelder zahlen, aber die Folgen waren ein erheblicher Gewinnrückgang, was den Aktionären und dem Management natürlich nicht so gefällt. Was die Banken als nächstes tun mussten, war, neue Märkte und neue Möglichkeiten zu finden. Und wenn man sich die Welt im Moment ansieht, gibt es einen Bereich mit vielen neuen Möglichkeiten. Der aufstrebende asiatische Markt, insbesondere dort,
wo es eine wachsende Mittelschicht gibt, die Ersparnisse hat, welche verwaltet werden müssen. Wenn man China mal ausklammert, dann gehören die Schweizer Banken Credit Suisse, UBS und Julius Baer zu den 5 größten Vermögensverwaltern im restlichen Asien. Aber es gibt Konkurrenz. In Asien haben neue Bankengesetze für Banken in Singapur und Hongkong deren Status als Offshore-Finanzzentren vorangetrieben. Laut dem Financial Secrecy Index liegen sie nun direkt hinter den Cayman Islands, den USA und der Schweiz. Zwischen 2009 und 2014, auf dem Höhepunkt der Razzien zur Einhaltung der Steuervorschriften, wuchs das in Singapur verwaltete Netto-Neuvermögen um 40 Milliarden Dollar und in Hongkong um 285 Milliarden Dollar. Im gleichen Zeitraum erlebte die Schweiz einen Abfluss von 135 Milliarden US-Dollar. Die Schweizer Regierung kann nun sagen, dass ihr Land transparenter geworden ist. Die FINMA, eine Aufsichtsbehörde, würde wahrscheinlich auch sagen, dass der Fokus jetzt sehr stark darauf liegt, dass die Schweiz einen weltweit transparenteren Informationsaustausch betreibt. Aber hat die Schweiz wirklich reinen Tisch gemacht? Was sind die größten Gefahren für Ihr Vermögen? Ich verrate Ihnen gleich die größte Gefahr, ja? Und zwar, das ist der Staat. Tada! Und ich weiß, was Sie sich denken, Moment Markus, das weiß doch jeder, ja? Er nimmt mir die ganze Steuer weg, ja? Aber das ist noch das kleinste Problem. Die Steuer ist ein großer Teil vom Problem, ja? Aber das ist noch die kleinste Ihrer Sorge, quasi die kleinste Gefahr für Ihr Vermögen. Es gibt ein anderes Problem mit dem Staat, und zwar die Staatsverschuldung. Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, okay Markus, ja, aber warum ist das eine Gefahr für mich oder für mein Vermögen? Ja, das ist ja dem Staat seine Angelegenheit. Naja, nicht ganz. Sie sind ein Staatsbürger. Was bedeutet das? Sie bürgen für den Staat. Sie bürgen für die Schulden des Staates. Und der Staat kann nur deshalb so viele Schulden aufnehmen, weil er jemanden hat, der für ihn bürgt. Und das sind Sie. Und es ist noch nicht einmal alles. Da gibt es noch einiges mehr und ich verrate Ihnen später noch etwas dazu. Der zweite große Punkt, die zweite große Gefahr für Vermögen sind Banken und Versicherungen. Wie, Markus, Banken und Versicherungen? Bei einer Bank, bei einer Versicherung ist doch mein Geld sicher. Ja, das steht ja im Namen Versicherung. Da ist ja das Wort sicher drinnen. Naja, ich möchte Ihnen ganz kurz ein kleines Beispiel zeigen. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie borgen Ihrem Freund Fritz, ja, Sie borgen Fritz 1.000 Euro. Wem gehört das Geld? Wem gehören diese 1.000 Euro? Gehört das Geld Ihnen oder gehört es Ihrem Freund Fritz? Es gehört Fritz. Ja. Fritz schuldet es Ihnen, aber es ist sein Geld. Warum ist es sein Geld? Ganz einfach. Alles, was er sich mit dem Geld kauft, gehört ihm. Angenommen, er kauft sich ein Mobiltelefon, es ist sein Mobiltelefon. Ja. Es ist nicht mehr Ihr Geld. Er besitzt Ihr Geld. Im Besitzen kommt im wahrsten Sinne des Wortes vom darauf sitzen. Ja. Und Sie sitzen auf dem Eigentum von jemand anderen und in dem Fall sitzt Fritz auf Ihrem Geld, obwohl er es Ihnen schuldet. Was hat das Ganze jetzt mit Banken und Versicherungen zu tun? Ganz einfach. Die Bank besitzt Ihr Geld. Die Versicherung besitzt Ihr Geld. Sie das Geld in der Versicherung, in einer Lebensversicherung, in einer Kapitalsparversicherung ist nicht mehr Ihr Geld. Das Geld auf einem Bankkonto, das Geld auf einem Sparbuch ist nicht mehr Ihr Geld. Es gehört der Bank. Die Bank schuldet es Ihnen. Und im Falle von Problemen, angenommen Fritz geht pleite, ist das Geld weg. Und das Gleiche gilt für die Bank. Okay, es gibt sogenannte Einlagensicherungen, aber bei einem Systemcrash greift das alles nicht mehr. Ja, und da gibt es noch einige versteckte Paragraphen, nenne ich es einmal, in dem ganzen Thema der Banken. Und was ist die dritte große Gefahr? Wir haben es eigentlich in den ersten beiden schon angesprochen. Es ist fehlendes Wissen. Es gibt nämlich noch eine Menge mehr Gefahren für Vermögen, aber Sie wissen es noch nicht und ich habe es lange Zeit auch nicht gewusst. Ich habe es von einem Insider erfahren, jemand, der über 30 Jahre lang in der Szene war, sich mit der Materie beschäftigt hat. Und zwar ist es Alexander Streeb. Und ich möchte Sie herzlich zu einem Webinar, zu einer gratis Online-Info-Veranstaltung mit Alexander Streeb einladen, wo er Ihnen nicht nur zeigt, welche Gefahren noch für Ihr Vermögen da sind, sondern vor allem, wie Sie sich dagegen schützen können. Ja.
Sie werden erfahren, wie Sie sich vor dem Zugriff, wie Sie Ihr Vermögen vor dem Zugriff des Staates schützen können. Sie werden erfahren, was Sie gegen eine mögliche Inflation, vielleicht sogar gegen eine mögliche Hyperinflation machen können. Sie werden erfahren, wo der Vorteil von und vor allem auch leider, wo die Schwächen von gewissen Sachwerten sind. Gold, Immobilien zum Beispiel. Aber auch, welche Möglichkeiten es vor allem gibt, sich gegen die ganzen Gefahren zu schützen. Sei es Bank, sei es Immobilien und noch einiges mehr. Was müssen Sie tun? Ganz einfach. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Sie kommen auf eine neue Seite, suchen sich einen Termin aus und melden sich ganz einfach an. Es ist super einfach und vor allem, es geht um Ihr Geld. Bitte bedenken Sie eines. Wir leben in spannenden Zeiten, in aufregenden Zeiten. Es passiert viel. Ja. Wer nicht vorbereitet ist, hat oder kann große Probleme bekommen. Denn es geht heute meiner Meinung nach nicht mehr darum, wie viel man für sein Geld bekommt, wie viel man für sein Vermögen bekommt, sondern dass man es überhaupt zurückbekommt. In dem Sinn, werden Sie aktiv, denn das ist der erste Schritt. Informieren Sie sich, bilden Sie sich weiter, melden Sie sich jetzt zum kostenfreien Online-Webinar an. Alle Daten dazu unter dem Video. Klicken Sie jetzt drauf und wir sehen und hören uns auf der anderen Seite. Ihr Markus Dahn.